So. Erst ein bisschen Product Placement, ist wichtig. Ach, wirst du gesponsert von dem? Nee, noch nicht. Achso, okay. Also, in progress. Kannst du es bitte mal trinken, in die Kamera halten, dass man das, das sieht? Cola Null Zucker und Guarana? Ja, und Guarana. Ey, wie geil ist das denn? Ja. Hm. Sorry, dass ich da jetzt... Kann ich das rausschneiden? Das... Schwierig. Findest du es nicht schwierig? Nee, ich find's super. Stimmt, der zweite Schluck ist schon viel besser. Lass mal lieber auf die Erde stellen, wegen Mikro hier. Ja, wegen Geschmack. Ja, ganz kurz so, ich weiß jetzt nicht genau, bei uns war es die Plattenfirma, die gesagt hat, ich soll jetzt mit dir einen Song machen und hier sitzen. War es bei euch Sozialamt oder Management? Das ist ja das Gleiche. Also wir haben ja Sozialamt-Management-Deal, das ist so ein ganz neues Ding. Integration oder was? Integration Plus? Ja, nicht Integration, ich würde es eher, wie nennt man das? Bei Klassen auch, wo so ein bisschen gemischt wird. Kasten. Nee, nicht Kasten. Bei Schulklassen. Ah, ja, ja, ja. Nicht Integration. Duales. Inklusion. Inklusion, ach ja. Inklusion, ja, aha, genau, ja. Okay. Ja, also Bock habe ich jetzt nicht. Ich hatte auch beim Song nicht so richtig Bock. Ich hoffe, es kommt auch beim Video rüber. Bist du der Sänger? Was, weil wir haben uns ja gar nicht gesehen irgendwie. Nee, ich bin der Bruder. Ja, stimmt. Wir haben ja vor Greenscreen. Wir haben das ja schön getrennt, die Geschichte. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob ihr Herr der Ringe gesehen habt, aber da ist ja auch so, da hatten wir ja auch die Hobbit-Welt und die Zauberer und sind auch verschiedene Größen. Genau, ihr seid die Zauberer. Genau, weil wir ja groß sind und ihr nicht so groß. Wir sind ein bisschen kleiner. In verschiedenen Welten. Ich bin gespannt, wie du diesen Größenunterschied da dann auch später in deinem krassen Programm irgendwie jetzt ausgebaut bekommst. Dass wir irgendwie gleich aussehen. Das ist mir sehr wichtig. Ja, das machen die von der Plattenfirma ja auch. Die kriegen das ja. Wir haben damit nichts zu tun. Die von der Plattenfirma. Genau. Mann, Alter. Das ist richtig so 80er Jahre ja, Rockband-Shit. So, die Plattenfirma. Ja, ja. Digga. Das Amt. Das ist viel, viel progressiver, Mann. Heutzutage macht man Mucke mit dem Amt. Naja, egal. Gut. Nee, geile jetzt, Hoodies übrigens. Ja, finde ich auch. Heimer Chuck. Also von wegen Product Placement. Das finde ich wirklich nice. Also dieser Golddruck, das muss ich sagen, das hat mich nochmal umgehauen. Aber das sind nur 5 Farben, ne? Ja, die das ist mir egal. Solange es gut aussieht, Chris, weißt du, bin ich auch mit 5 Farben zufrieden. Und wenn es jetzt nur 5 Fragen werden, bin ich auch zufrieden. Also eigentlich sind es ja nur 3 mit Schwarz, Rot, Gold. Stimmt. Nee, aber ich bin froh, dass wir jetzt hier, also das Video kommt ja Samstag oder Sonntag, das heißt, wir müssen ja jetzt so tun, als ob jetzt Samstag oder Sonntag wäre und wir jetzt so sagen, das Video kam gestern. Ja, ist ja das live. Video kommt ja gut an. Ja, finde ich auch. Krass, ne? Also die ersten Kommentare. Also, dass haben mir wir gut da gefallen. Irgendwie auch in den Billboard-Charts jetzt irgendwie mit der Geschichte gleich rein. Hätte ich nicht gedacht. So. Juckt mich auch nicht, weil ich bekomme da jetzt vom Amt nicht mehr Geld für. Ich weiß nicht, wie mit deiner Plattenfirma, werdet ihr danach Erfolg bezahlt auch, oder ist es auch so? Nö, die bezahlen uns vorher einfach, pauschal. Auf Verdacht. Ja, nee, wir sind angestellt. Ach, ihr seid angestellt einer Plattenfirma? Mit Krankenversicherung. Ja, das hat die ganze Kommunikation im Progress auch ein bisschen gezeigt. Also von wegen Rock'n'Roll und so. Ja, nicht schon gut, Digga. Das so. Gut, finde ich sehr, sehr gut. Ja, aber wir hatten echt, also für euch da draußen, wir sitzen gerade immer noch in dem Krimi der Fertigstellung. Also wir wollten mit dem Video, wir haben ja heute Freitag. Nee, sorry, heute ist Donnerstag. Und wir wollten das Video vor einer Woche, glaube ich, fertig haben. Ja. Aber wenn man mit 2 Bands, 20 Leuten und 2 Videoteams was zusammen macht, ist es nicht unbedingt so, dass die geteilte Arbeit die halbe Arbeit ist, sondern es ist tatsächlich viel zu machen. Ich muss auch sagen, man merkt halt auch ein bisschen, also jetzt mal ganz ernst, bei der Geschichte, dass ihr halt auch eine Band seid und das ist bei uns genau das Gleiche, die es irgendwie gewohnt sind, selber zu hustlen. Ja. Weißt du, also selber zu machen und... Ja, und auch alles zu entscheiden. Genau, und es gibt ja irgendwie viele Bands, auch das kennen wir ja auch, das ein oder andere Beispiel, die halt einfach voll froh sind, wenn Sachen für sie so, hier ist dein Video, das und das wird gedreht und so wird's aussehen und mach mal, zieh mal das an und so und ja, geil. Und das merkt man halt voll, dass ihr halt auch eure eigenen Vorstellungen habt, wie Sachen aussehen sollen und bei uns ist es auch so. Und das macht es manchmal anstrengend, aber ich glaube, es ist auch wichtig. Und am Ende des Tages, ey, also worüber wir jetzt gerade uns aufregen, das ist ja, das sind wahrscheinlich Sachen, die... Es sind nur Sachen, die sehen wir noch. Ja, diese Bauern, die sich das anschauen werden. Ja. Die es auch jetzt mal gucken. Aus unseren und euren Kreisen, ja. Die merken das ja nicht. Aber, da kannst du einen Kartoffel. Aber das Ding ist, es geht ja gerade nicht um Probleme zwischen uns, dass ihr das wollt und wir das, sondern es ist ja einfach so,
wenn Bands alles selber machen, sind das gewohnt, haben ihre ganz speziellen Vorstellungen, ist es schon schwierig für alle das zu treffen. Wenn aber jetzt zwei Bands kommen, ja, haben diese speziellen Vorstellungen, ist wahrscheinlich noch ein bisschen fieser. Ja, und man muss natürlich sagen, dass wir uns, also es hatte natürlich auch ein bisschen mit dem Weg zu tun, mit den Leuten, die wir irgendwie geholt haben und so, weil wir mit denen zum Teil noch nicht gearbeitet haben, beziehungsweise wir haben mit den einen gearbeitet, ihr mit den, also so, ne, es war irgendwie, manchmal wusste man nicht, worauf man sich einlässt, und es war ein bisschen eine Wundertüte, und deswegen glaube ich, ja, das ist aber sehr konstruktiv gewesen, und jetzt am Ende ist auch sehr teuer gewesen, ne, jetzt Urlaub jetzt gestrichen für mich, ne? Das Amt hat gesagt, der scheiß mal drauf. Ja, ich kann jetzt auch nicht nach Sylt nächste Woche, weil, ne, ist halt alles draufgegangen. Aber du hast doch da ein Haus, dachte ich. Zwei Häuser, ja. Aber ich musste eins, also eins jetzt immer verkaufen wegen dem Video. Ja, wegen des Videos. Ja, das, du, nee, aber ganz ernsthaft, für mich ist das Sportlichste bei dem Ding eigentlich der Faktor Zeit gewesen, weil ich weiß nicht, wann haben wir den Song geschrieben? Vor 5 Wochen oder so, oder 6? Genau, Digga. Das war ja, also ihr müsst dazu wissen, Chris hatte die Idee und du hast mich letztes Jahr vor unserer Platte noch irgendwann angehauen, ne? Meinst du, ey, lass mal nächstes Jahr, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, ich habe so eine Idee für einen Song, Schwarz, Tod, Gold. Und wir wussten ja noch gar nicht genau, also in welche Richtung es, also es soll kritisch sein, aber man weiß noch gar nicht, wie das Ding irgendwie sich anhören soll. Und dann habe ich dich angerufen, ist mir eingefallen. Dann meinst du, was ist denn jetzt? Wollen wir jetzt mal? Wollen wir den machen, ich habe Zeit. So. Ja, von wegen, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, genau. Es gibt keine Festivals, es gibt keine Tour, Album ist durch. Aber interessant finde ich, wenn du sagst kritisch, wo definierst du kritisch? In welchem Kontext ist der Song für dich kritisch? Naja, also was für, wird für, ich meine, jeder sieht's, jeder hört's, aber was sind für dich die Punkte, wo du sagst, das ist dir wichtig, was der Song bewegen soll? Jetzt, wir haben ja gerade drüber geredet. Ich bin eigentlich immer, ich finde es schwer, so Musik zu erklären und Kunst zu erklären. Ich finde natürlich grundsätzlich gesehen, dass man einfach sich auch als Mensch, sag ich mal, dieses Kulturkreises oder so, als wenn man jetzt sagt, ich bin Deutscher irgendwie, dass man schon dieses Gefüge, in dem man da lebt, irgendwie auch kritisch hinterfragen muss. Und auch kritisch hinterfragen muss, warum es uns so gut geht und warum es anderswo auf der Welt den Menschen nicht so gut geht und ob das eventuell auch im Zusammenhang steht. So, ne? Und ich finde, da ist der Song sehr kritisch und macht das halt aber, und das war uns ja von Anfang an wichtig, macht das nicht auf so eine ekelhaft belehrende Art. So, deswegen wird der Song, ich gebe dir Brief und Siegel, es wird auch Leute geben, die sich voll über den Song aufregen. Ja, natürlich, wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Ne, werden sich über den Song aufregen und sagen, das könnt ihr nicht, warum habt ihr dann? Und ihr könnt doch nicht Deutschland irgendwie mit so einer Gang gleichstellen, so. Aber ich finde, kann man schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, das müssen gute Songs auch. Ich finde, also mich persönlich immer Songs, wo ich das Gefühl habe, ich werde gerade belehrt oder mir bringt gerade jemand etwas bei. Weißt du, so didaktische Musik, da habe ich gleich Abturner. So. Und also für mich war wichtig, wo du sagst, der Zeitpunkt, wenn ich jetzt wann dann, da ging es mir gar nicht zwangsläufig um gerade keine Konzerte, Corona und so, sondern es ging mir maßgeblich darum, das Moment, wenn ich mir das anschaue, wie irgendwie jeden zweiten Samstag Leute auf die Straße gehen, also Corona-Leugner, Impfgegner, irgendwelche anderen Schwurbler, die ganzen Sieg-Heil-Praktikanten da, Sieg-Heil-Praktiker, das fand ich ein tolles Wort. Sieg-Heil-Praktiker. Die Sieg-Heil-Praktiker, geil. Nicht Sieg-Heil-Praktiker, Sieg-Heil-Praktiker. Da dachte ich mir so. Aber Praktikant ist auch geil, weil sie machen ja auf eine gewisse Art und Weise, machen sie alle ihr Praktikum. Nee, für mich war daran wichtig, wo ich dachte, ey, da gehen Leute auf die Straße und regen sich über Sachen auf, wo es Sachen gibt, also Probleme gibt, die sind seit 30 Jahren gewachsen, die haben sich, oder seit 50 Jahren, die haben sich richtig Mühe gegeben, so groß zu werden, ja, und die haben es verdient, beachtet zu werden. Ja. Und das ist für mich der Song, also das, was wir in dem Song ansprechen, sind für mich die Sachen, wo ich sage, ey, wir haben auch echte Probleme hier, über die man mal reden muss. Ja, vor allem, wenn du so, weißt du, jetzt auch wieder siehst, Moria brennt, weißt du, also du hast einfach jetzt mal ganz unabhängig von, was außerhalb Europas passiert, weißt du, aber du guckst irgendwie nach Europa und es gibt einfach überall Menschen, die einfach so leben, wie sie nicht, also weißt du, wie es auch Europa, dem Gedanken Europa und so nicht würdig ist, weißt du, und bezieht sich natürlich eh auf die ganze Welt, aber ich glaube einfach,
auf der einen Seite ja, dass man schon so die Probleme, die wir wirklich haben, mal ins, also weißt du, dass man mal ein bisschen die Verhältnisse gerade rücken sollte, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es natürlich, also ich finde es ja gut auf eine gewisse Art und Weise, wenn Leute auf die Straße gehen. Verstehst du? Also ich finde ja, und das macht der Corona am Ende des Tages, ist so, wir leben in einem System und auf ganz vielen Ebenen hat sich das festgeruckelt und dann passiert so etwas wie Corona und die Leute fangen halt an, so ein bisschen rumzurütteln. Und ich glaube schon, dass das, also das mache ich in meinem Leben auch gerade. Dir wird es wahrscheinlich auch so gehen. Also Corona kommt und man merkt so, dass gewisse Dinge, die man gemacht hat, so nicht weitergehen. Ja, so nicht mehr funktionieren, Weißt du, ja. also ich habe jetzt zum Beispiel, und das finde ich halt super irgendwie, ich habe letztens lief, glaube ich, auf RTL oder so ein Bericht, Entschuldigung, über diese Aquafarm, wo Lachse gezüchtet werden und was das für eine ekelhafte Scheiße ist. Und dann habe ich gesehen, gibt auf mehreren Fernsehsendern jetzt auch so eine Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich unser Kollektivbewusstsein, weißt du, von uns als Menschen gerade schon etwas verändert, so. Und dass das auch irgendwie was Gutes hat. Und das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren merken. Und natürlich hast du immer die Spinner, die sagen, das ist ein großer, also ich glaube nicht daran, dass das ein großer Plan ist. So, ich glaube, Dinge passieren, weißt du, so, also. Ich finde, die das sagen, trauen. Sorry, mein Handy ist an. Also, ich finde, die sagen, das ist ein großer Plan, die trauen der Politik ganz schön viel zu. Diejenigen, die in sozialen Netzwerken seit Jahren immer sagen, Politiker können nichts, jetzt denken die, dass man auf einmal Die können alles, global ja. 20 Länder zusammen so ein Ding planen und keiner bekommt es mit, ohne Whistleblower. Auf einmal Ja. funktioniert, das finde ich ganz schön hart. Nee, plus man muss ja auch sagen, ich glaube, es liegt ja auch einfach im Menschen, dass der Mensch nicht akzeptieren kann, dass es gewisse Dinge gibt, die wir einfach nicht, also die passieren, die können wir nicht ändern, weißt du, als der Tsunami 2005 war oder so. So, Was willst du Digi, machen? das ist die Natur, so, weißt du, also wir haben die Natur an allen Ecken und Enden irgendwie schon beschnitten und versuchen sie so klein zu halten, wie es geht, aber das geht halt nicht überall. Und ich meine, der Mensch braucht immer so Erklärungsmuster. Ich meine, damals, früher in Zeiten der Pest war es ja auch eine Verschwörung der Juden, haben die Leute, also weißt du, haben viele erzählt und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Mensch ist einfach so, dass die immer einen Schuldigen brauchen für etwas, was wir alle nicht ändern können. So. Und ich bin jetzt kein Riesenfan der deutschen Politik oder so, aber ich hätte jetzt nicht groß gewusst, wie man es anders, also weißt du, wenn ich in Nee, der Politik, wie hätte ich es anders gemacht, so. ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber inwieweit siehst du, wenn, ich meine, Schwarz-Rot-Gold ist jetzt natürlich ein totales Wortspiel mit Deutschland, klar. Aber für mich, also wenn ich genau drüber nachdenke, es geht der Song nicht nur um Deutschland. Es ist eigentlich eher ein globales Problem. Natürlich versucht man vor der eigenen Tür zu kehren und die Sachen anzusprechen, denen man am nächsten ist, weil über andere Länder weiß ich noch weniger als über unsere Politik, aber. Es geht schon, finde ich, natürlich um eine Art Machtelite, so, weißt du? Also ich weiß nicht, ich finde den Begriff die da oben immer scheiße, so. Aber es gibt natürlich schon einen sehr elitären Kreis von Entscheidern auf der Welt, würde ich mal sagen, oder einfach von einer kleinen Elite, die Einfluss hat, den andere nicht haben. Und die natürlich sich die Bälle zu spielen. Also wenn du damals siehst, so weißt du, Irakkrieg, so da, also jetzt ohne mal die Verschwörungstheorien, aber so, da fliegen Flugzeuge irgendwie in die Twin Tower rein und dann, es war völlig klar, dass Saddam damit nichts zu tun hat, so, dass auch keine Chemiewaffen da waren und aber viel Öl da war, so, und dann haben die gesagt, okay, Saddam Hussein hat sich nicht entschuldigt für etwas oder kein Beileid gespendet, so. Und sind da rein und wer bekommt den Auftrag für die ganzen neuen Waffen, die produziert werden? Halliburton, so, weißt du, so der größte Waffenproduzent, wo, glaube ich, Dick Cheney oder so auch irgendwie eine Verbandelung mit hatte oder, also, weißt du, und das sind natürlich schon so Sachen, wo ich denke, so, ja, es gibt schon diese Bälle, die sich gewisse Leute zuspielen, so, weißt du, und das hat ja auch, ist ja auch kein Zufall, dass wenn irgendwie eine Delegation von Politikern irgendwo hinfliegt, dass immer noch 20 Leute aus der Wirtschaft oder so dabei sind, so weißt du, und da werden Deals eingefädelt, so. Ein Stück weit verstehe ich das auch,
Aber ein Stück weit weiß ich natürlich auch, dass da auch einfach viel Sachen gemacht werden und Entscheidungen getroffen werden, die schon einer kleinen Elite zugutekommen. So. Und darum geht der Song auch natürlich. Alte weiße Männer in der Chefetage, Digga. So. Also ich freue mich tatsächlich am meisten darauf, nicht auf die Kommentare derjenigen, die es verstehen oder die Kritik begrüßen, sondern ich freue mich eigentlich am meisten auf die Kommentare derjenigen, die es missverstehen. Also ich habe mir vor einiger Zeit abgewöhnt, irgendwie alle Kommentare zu lesen, was mich wahnsinnig macht zum Teil, aber ich glaube, bei dem Song muss ich mir es nochmal geben. Also So, ich weiß noch nicht, ob ich diskutieren will, weil im Netz diskutieren ist super sinnlos. nee, So. also da verliert man immer, Digga. Wie sagt man so schön? Don't feed the troll. Naja, absolut. So. So. Aber ich finde es auch immer spannend, weißt du? Also ich finde es auch immer sehr interessant, einfach zu. Also man schreibt ja, weißt du, man macht irgendwas und packt es in die Welt raus und man weiß selber genau, warum, welche Zeile und was Sinn ergibt. Aber man weiß, es gibt halt immer noch den Interpretationsraum so für die Leute. Und für mich ist es auch einfach interessant, wie. Guck mal, ich hatte zum Beispiel auf unserer Platte, die wir hier gemacht haben, hatte ich eine Zeile, wir bringen die Bombenstimmung, nennen uns Gazastreifen. Und das wurde von manchen Leuten so ausgelegt, als wenn ich irgendwie Anti-Israel und. Also weißt du, als wenn ich irgendwie in diesem Konflikt so eine Position ergriffen habe, darum geht's gar nicht. Für mich ist einfach nur das Wortspiel im Gazastreifen fliegen Bomben, Digga, das ist Bombenstimmung. Also weißt du so. Eine Sache, ich weiß nicht, wir werden damit relativ häufig konfrontiert. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Zum Beispiel bei uns kommt häufig dieses: Ey, ihr seid Mucker, hört auf, euch politisch zu äußern. Ich meine, weil euer Inhalt ist zum großen Teil generell politisch. Wir sind, bei uns ist durch Konzeptalben machen wir das fast nie. Das heißt, Schwarz-Rot-Gold ist eine Ausnahme. Ich war bei uns genau das Gegenteil. Ihr habt auf dem Album irgendwie zu wenig Politik. Bisschen mehr Klassenkampf bitte wieder. Okay, alles klar. Also Also in die Richtung geht's auch. voll. Also bei uns ist eher. Aber also ich. Eine Sache, wir hatten ja viel diese Diskussion. Weißt du, eine Sache, die ich halt ganz wichtig gemerkt habe, so 2017 war das ja, glaube ich, wo wir aus einigen Kreisen der Szene so echt so angefeindet wurden. So, weißt du, auch bei Konzerten und so, ja, ihr zieht euch aus, oberkörperfrei, ihr seid Sexisten. Und das waren halt so Sachen, wo ich sage, nein, das sind wir nicht. Und nur weil ich das mache, bin ich kein Sexist. Und ich habe halt gemerkt, ey, ich will nicht Weil die. du oberkörperfrei bist, ist das Ja, Sexistin? Ist natürlich, ja, weil ich okay. sozusagen ein männliches Privileg nutze, was Frauen Ach, nicht. dass du Nippel zeigst, oder was, ja. Genau, wo ich Okay. denke, so, ey, die könnt ihr alle machen, was ihr wollt, so, weißt du, also, das kann man ja auch alles diskutieren. Wichtig ist ja, dass man selber als Künstler oder als Mucker irgendwann zu dem Punkt kommt, nee, das und das ist meine Meinung zu dem Thema. Ich habe das alles mir angehört und so, aber ich sehe das anders, so. Und dann habe ich halt gemerkt, ey, wir sind eine linke Band, aber ich will nicht die linke Szene-Band sein, weißt du, die es allen recht macht, die es genauso macht, wie die Leute das gerne hören wollen und immer politisch korrekt ist, weil ich finde das schwierig, weißt du, also ich finde Tabuisierung von gewissen Sachen, und dazu gehört natürlich auch ein gewisser Humor und so, hat noch nie Probleme überwunden. Also weißt du, sexueller Missbrauch in der Kirche, das zu tabuisieren, hat doch nie sexuellen Missbrauch überwunden. So, Nee. weißt du? Oder irgendwas so. Das bringt ja nichts. Und ich glaube schon, dass natürlich ein Weg auf Probleme zuzugehen immer der Humor auch ist und der Witz. So, weißt du? Ich glaube, dass das schon eine Möglichkeit ist, einen guten Dialog über Sachen zu führen und nicht, wenn man das und das und das und das alles nicht darf. So, und wir schweigen es tot und wir reden nicht darüber. So, das ändert nichts. So. Verstehst du? So. Ich bin ja genau mit so einer Mucke total viel aufgewachsen, zum Beispiel die Ärzte zum Beispiel. Das ist Geile genau das Band. Ding, eine Band, die es einfach bei mir geschafft hat, mich zu bewegen, zum einen, also zu Tränen zu rühren, wo ich viel zu lachen hatte und trotzdem politisch auf Sachen aufmerksam gemacht worden bin, auch eben durch den Humor, die ich nicht gerafft hätte. Voll. Ich habe Sachen und ich habe Kritik an Sachen verstanden als 14-Jähriger, was mir sonst keiner nahegebracht hätte. Und für mich ist genau das super wichtig. Und das Ding ist, deshalb bin ich so dankbar über diese Chance dieser Zusammenarbeit, weil unser letztes Album war ein Konzept, also war ein Klassikalbum. Davor war ein Konzeptalbum, das nächste Album ist ein Konzeptalbum. Wir bewegen uns halt eher so in so irgendwelchen mythischen Sachen, alles so super weltfremd eigentlich, super eigen mit dem ganzen Make-up und so.
Aber wir haben auch Sachen zu sagen, die uns super wichtig sind. Natürlich. Und da, haben wir die Plattform. So. Weißt Endlich du? War die Plattform da, das mal ja, zu machen. Ja, ich meine, Digi, du bist ein Typ, du wohnst auf St. Pauli, Alter. Ja. Auf dem Kiez direkt. Und du kennst das alles. Und ich finde, dass man als Band, also das ist schon wichtig, dass es immer auf den Moment ankommt, wann man Lust hat, einen Song zu machen. Weil ab dem Moment, wo du das Gefühl hast, oh, ich mache jetzt eine Platte und ich muss jetzt Minimum 3 Songs machen, die so und so sind, dann wird's kacke. Nee, so. Du musst es selber richtig geil finden. Weißt du, du musst darauf Bock haben und du musst selber auch das Bedürfnis haben. Ich bin zum Beispiel, eine Sache, die ich bei mir gemerkt habe, ey, es gibt so viele Meinungen da draußen. Jeder Schwanz hat zu irgendwas immer eine Meinung. So. Und ich bin manchmal so schon so, ey Digga, ich habe gar keinen Bock, was zu sagen, weil es gibt schon einfach, eigentlich wäre es besser, wenn alle mal ein bisschen mehr die Fresse halten würden. Aber nein, jeder hat zu irgendetwas... Instrumentalalbum machen. So, weißt du? Ja, oder ein Album, wo es einfach um Sachen gibt, die so zu der man keine Meinung haben kann. Nur Gefühle, weißt du? Keine Ahnung. Das sind ja auch oft die Mucke, die gut funktioniert, weißt du? Es geht nur um Gefühle. Sex. Ja, so. Hm. Aber da bin ich schon manchmal so an dem Punkt, dass ich denke so, es gibt zu viel Meinung und durchs Internet und so gibt es einfach auch für jeden mittlerweile die Möglichkeit, seine scheiß Meinung. Aber würdest du es überhaupt aushalten, die Fresse zu halten? Also weil bei mir war so, ich meine, okay, wir machen das viel weniger. Wir haben immer mal wieder, wenn wir kritisch waren, war es eher tatsächlich sehr kirchenkritisch, also institutionell. Hm. Nicht die Kritik am Gläubigen, sondern eben, an der Kirche. An der Kirche. Oder wir haben sehr viele so LGBT-Sachen, die halt thematisiert worden sind. So. Aber für mich, also für mich ist das richtig ein Ventil und ich bin richtig stolz drauf, auch mit dem Song mal wieder den Mund aufgemacht haben zu dürfen. Würdest du es aushalten, an die Schnauze zu halten? Nee, weil ab dem Moment, wo man was sagen möchte, sagst du ja auch, weißt du? Also ja. Ich halte mich ja nicht zurück jetzt bewusst, aber ich merke halt bei manchen Themen so, Digi, da kann ich einfach nichts zu beitragen. So. Und ich habe das Gefühl, es wurde schon zu viel darüber geredet, so, weißt du? Und ich finde es halt auch schwer, so Meinung ist heutzutage so inflationär. Und es geht so schnell, dass irgendwer einen kleinen Fehler macht bei irgendetwas und dann der Mob mit Mistgabeln ihn durchs Dorf treibt, so, weißt du, was ich meine? Das wird in diesem Interview auch passieren. Ja, jeder von uns wird hier Sachen gesagt haben, wo... Ja, ich hab halt einfach nicht... Weißt du, ich finde, Haltung muss etwas losgelöst vom Hype sein, weißt du? Und von irgendeinem Trend und von dem Gefühl so... Es gab ja diese Diskussion, als der Mord an George Floyd war und so weiter und so fort, ging es ja los, dass tierisch viele... auch so Influencer und Leute, die halt irgendwie bis jetzt nur irgendwelche Proteinprodukte beworben haben und meine neuen Kaschmir-Hosen von Dings sind so geil, dass auf einmal alle anfingen, etwas dazu zu sagen. So. Und ich fand das natürlich sehr, sehr gut, dass irgendwie so dieses Thema jetzt irgendwie eine Plattform bekommt, die es vorher vielleicht nicht hatte. Wobei ich natürlich dann auch gedacht habe, ich so, ey, weißt du, also in Deutschland sind auch Leute in der Zelle verbrannt, weißt du, Immigranten und so weiter und so fort und es hat durch alle nicht gejuckt, so, weißt du, und jetzt gibt's irgendwie den Hashtag dazu und jetzt gibt's irgendwie die Plattform und jetzt springen Leute auf, die vorher nie etwas dazu gesagt haben und das... Stimmt einerseits, aber da denke ich mir so lieber jetzt als gar nicht. So, weißt du? Genau, worauf ich hinaus will, ist, dass zu mir total viele so entrüstete Leute kamen. Warum sagst du nichts zum Thema? Und ich denke so, ey Digi, hast du dir mal unsere letzten fünf... Du hast doch die letzten Jahre dazu gesagt. Hast du dir mal unsere letzten fünf Platten angehört? Ja, ja. Es gibt doch nichts, was ich dem Thema gerade hinzufügen könnte. Natürlich, aber ist es für euch irgendwie neu, dass es rassistisch motivierte Polizeigewalt gibt? So? Und institutionellen Rassismus gibt und so und strukturellen Rassismus, ist das neu für euch? So, weißt du? Also für mich nicht. Und ich sag da immer schon seit Jahren was dazu. So. Und ab dem Moment, wo ich mich dann so genötigt fühle, weil das jetzt gerade so die Headline ist, da was sagen zu müssen, Digi, irgendwie bin ich, in solchen Momenten muss ich immer zurücktreten. Das ist ganz witzig. Weil ich habe was Ähnliches erlebt, dass ein Kollege
von einer anderen Band auf mich zukam und mir vorgeworfen hat. Er hat mir gesagt, du postest in den letzten Wochen, Monaten immer mehr wieder so politisch motivierte Sachen, also viel Gender Mainstreaming, Trump-Bashing, keine Ahnung, so Sachen, teilweise auch eben durch Humor sehr sarkastisch. Und hat gesagt, so, dass er das traurig findet, dass ich nur eine politische Meinung dann raushaue, weil es gerade trendy ist. Und er sagt, dass auch meine ganze politische Meinung einfach nur auf politischen Trendcharts aufgebaut ist, wo ich auch dachte, ey. Politische Trendcharts Ja, ist wo ich geil, dachte, ey, hart, ey. Krass. Und das hat mir tatsächlich ein bisschen wehgetan, weil ich eigentlich viel auf den Kollegen gehalten habe, wo ich echt dachte, alles klar, ey, krass, du kennst mich anscheinend leider gar nicht. So, also ich mache nicht nur die Fresse auf, weil es gerade den Hashtag gibt. So. Digga. Das ist hart. Ja, So. Also das ist und so bei dir echt. weiß ich das auch. Und So. ich finde halt so lustig, und das. Ey, wir sind uns da total einig. Weißt du, je größer so ein wichtiges Thema wie rassistisch motivierte Polizeigewalt, struktureller Rassismus, und je größer so ein Thema ist, desto besser. Aber ich, für mich, ich sehe mich in dem Thema, weißt du, es ist leicht, zur Hauptsaison, Digga, von einer vollen Halle mit einem riesen Orchester in Madison Square Garden zu spielen. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass es Leute gibt, die im tiefsten Osten am Wegrand stehen mit ihrer verstimmten Geige und Musik machen. So, und das ist halt für mich ein bisschen immer, was ich dann schade finde, weißt du? Es ist ein Riesenthema auf Instagram, auf einmal seid ihr alle da. Aber wo seid ihr alle bei den kleinen Veranstaltungen in irgendwelchen Häusern der Jugend, die im tiefsten Osten, die Probleme haben mit rechten Übergriffen, die von kleinen 16-, 17-jährigen Kids gemacht werden, die unglaublich mutig sind, weißt du, sich da entgegenzustellen und geile Aktionen machen, und da kommt kein Schwein geht dahin, oder Bands, die im Osten, weißt du, da wo es knallt, irgendwie Auftritte machen, so, weißt du, und irgendwie versuchen, in ihrem kleinen Mikrokosmos was zu bewegen. Und das, finde ich, ist halt ein Teil unserer Kultur leider auch, dass dieses Thema nicht woke genug ist für viele und nicht interessant genug, dass sie sagen so, ey, warum gehe ich jetzt, fahre ich nicht mal 60 Kilometer aus Berlin raus oder aus Hamburg raus in dieses kleine Haus der Jugend, was Übergriffe erlebt hat. Die machen einen Themenabend mit Auftritten und so weiter. Und da fahre ich mit meiner Freundin hin und wir ziehen uns das mal rein und unterstützen das und geben dem mal, weißt du, auf Instagram irgendwie eine Bühne. Und deswegen finde ich das so geil, wie feine Sahne das macht, weißt du? Also die irgendwie in diese Orte, die man ja kennt, Anklam und so weiter und so fort, Jamen und so hinfährt und ihre Reichweite auch genutzt hat, um da, weißt du, um da Aufmerksamkeit hinzulenken. Und die haben das halt auch schon gemacht, als sie noch nicht so bekannt waren. Und das ist wichtig, Digi. Es ist nicht immer nur die lauten Symphonien wichtig, sondern auch die kleinen Töne, die gespielt werden. Was mich dann daran freut, ist, ich habe auch natürlich mitbekommen, dass Leute Sachen gepostet haben, gerade durch den Black Lives Matter Hashtag, die das vorher nicht gemacht haben und ich Gespräche mit einigen hatten, die gesagt haben, dass sie tatsächlich, das war für die ein Türöffner. Also Natürlich. es gibt Leute, die, klar, Natürlich. einige posten das und haben dann ihr Gewissen damit beruhigt, so, das ist natürlich Banane so, aber für einige ist es ein Türöffner gewesen. Also tatsächlich sich mit solchen Sachen mal zu beschäftigen. Und Ja. dann auch, und dann darüber durch die Hintertür auch mit anderen Sachen. Also jetzt nicht nur mit dem Thema Rassismus, sondern generell auch kritisch Sachen zu Voll. hinterfragen Also und zu sehen. das meine ich ja, dass ich finde gut, weil es dem Gesamtbewusstsein, weißt du, und von 100%, die da irgendwie auf einmal so aktiv geworden sind, wenn dann nur 20% irgendwie tiefer einsteigen in Politik und in die Ich Probleme, glaube, die. 20 ist sehr, sehr. Das werden sie nicht mal sein, Du weißt, aber was ich naja, meine. Das war es schon wert. ja. So, verstehst du? Das war es schon wert. Aber für mich persönlich ist es halt immer. Ich weiß nicht, weißt du, mich kritisieren dann irgendwelche Leute und ich denke so, ey Digi, wir haben im Osten schon jedes Kaff gespielt. Vor 20 Leuten, vor 15 Leuten, und wir hatten viele Abende. Dicker. Was war Also das, das was, ist. was war das kleinste Kaff, was ihr im Osten gespielt habt? Und der kleinste, der was war der rock'n'rolligste Schuppen? Kannst du dich erinnern? Boah, also wir haben. Also, Digga, ich weiß noch.
wir haben viel so Festival-Kram zu Beginn im Osten gemacht. Also, wo es auch echt hoch ist. Schwedt war schon, Schwedt an der Oder war schon hart. Dann haben wir auch in Breitungen gespielt. Sagt Und mir gar nichts. dann Haus der Jugend, wie hieß das noch? Also, Digi, endlos, Ich so, glaube, weißt du? das krasseste, punkrockigste, wo ich jemals war, das war mit meiner ersten Band damals, ich glaube 2003 oder so, war direkt an der tschechischen Grenze Johanngeorgenstadt. In einem Bahnhofsgebäude, wo es war so ein kleiner Extraraum, das war das Jugendzentrum, und du hattest so 100 Meter Luftlinie zum tschechischen Strich, oder was, Polen? Nee, Tschechien ist ja, ne? Johanngeorgenstadt. Kommt drauf an, wo, ne? Okay, also Aber kann straf sein. mich Lügen in den Kommentaren, aber das war, boah, war das krass, ey. Das Ey, war wo einfach so. mein Herz immer so aufgeht. Du spielst da in irgendeinem Ostkaff. Und du weißt genau, Digga, das ist ganz hohe AfD-Wählerstimmen. Da gibt es immer wieder Probleme mit organisierten Faschos. Und dann hast du da diese kleinen Kids, Digga, die mit dem Iro ankommen, mit Antifa, mit Fuck AfD-Klamotten, die blutjung sind und die da ankommen und sich A, derbe freuen, dass du da hingekommen bist und denen das auch voll Power gibt. Und ich bin immer so begeistert, wie mutig die sind. Weißt du, Ja, die haben es für ja mich wirklich in schwer, Hamburg ne? St. Pauli, die Ja, mit dem Shirt Fuck Nazis durch St. Pauli zu gehen, ist so. das ist Mode halt, ne? So, weißt So. du, das ist ganz einfach. Da sind wir wieder Aber bei Fashion in St. Pauli, genau, ist aber das. wenn du da wohnst, Diggi, und dich klar positionierst und auch weißt, du bist kein starker Typ und kein krasser Fighter, aber das ist Mut, weißt du? So, ich finde es auch immer so, so witzig, wenn Leute sagen, so, ja, nee, ich schlag mich nicht, ich bin ein friedlicher Typ. Dann denke ich immer so, ja, okay, aber das hat auch nichts mit friedlich zu tun, sondern es hat auch oft was damit zu tun, dass die Leute Angst vor Gewalt haben. Aber nicht kein guter Schläger zu sein und trotzdem sich gerade zu machen und zu sagen, ich stehe für meine Meinung, das ist Mut, weißt du? Das ist Mut und ich finde es gigantisch, Digga. Wenn ich gerade im Osten manchmal sehe, was für mutige Kids im jüngsten Alter es da gibt. Und Digga, geht wirklich mein Herz auf. Für mich ist auch immer, seitdem ich euch so mehr auf dem Plan habe, gerade seitdem wir zusammen demonstrieren, Demonstrieren. seitdem wir zusammen Studio demonstrieren, Studio-Demonstration. seitdem wir zusammen produzieren, ist auch immer auf Tour, man bekommt natürlich auch anderen Blick für Bandlogos. Und ihr seid natürlich auch gewachsen, aber es ist kein Tag auf Tour vergangen, wo ich nicht, wenn man mal kurz in die Stadt geht oder so, irgendwo Kids und häufig sehr junge Kids mit Swiss-Shirts sieht. Ich war neulich im Urlaub, St. Peter-Ording. So, also an der Stelle, wo es so richtig super schickimicki war. Ja. Und dazwischen so ein paar Kids mit dem Fahrrad mit Swiss-Shirts. Und ich lief da so lang und ich sah an dem Tag so überhaupt nicht Rock'n'Roll aus, so mit meinem Sohn an der Hand und so. Und die hatten so die Swiss-Shirts und ich war für die wahrscheinlich so der Inbegriff von, okay, hat lange Haare, aber der sieht aus wie ein richtig reicher, ätzender Bonze. Ja. Und die haben mich so abfällig angeguckt und ich hab nur in mich reingelächelt und dachte so, oh, weil es war irgendwie, ich habe sie verstanden und Ja. trotzdem musste ich einfach so lachen, weil ich dachte, ey. Digi, weißt du, was mich daran so stolz macht? Ich hatte letztens zum Beispiel auch, da war ich im Einkaufszentrum in Stelzhoop und da war so eine, Digi, so eine Punker-Göre und da war so ein Secondhand-Stand aufgebaut, wo irgendwie eine alte Oma was verkauft und diese Punker-Göre hat halt so einen Swiss und die anderen missglückte Welt-Hoodie an. Und ich sehe das so und ich gehe so richtig so hin und ich sag so, was hast du denn da für einen ätzenden Hoodie? Also, ich wollte einen Joke machen. Und sie guckt mich so an und ich habe gemerkt so, Diggi, die hat gar keinen Plan, wer ich bin. Und dann dachte ich so, es ist so geil, weil ich weiß, dass viele Leute so unseren Merch tragen, weil es ein Statement ist, weißt du? Es ist so, natürlich auf einem viel kleineren Level, aber so, Diggi, du ziehst St. Pauli-Klamotten an und sagst so, ey, ich bin ein Mensch, ich habe gewisse Werte, weißt du, das und das und Na, das. gerade die missglückte Weltdinger, wo nicht Swiss draufsteht, ist ja häufig eher Ja. so ein Statement-Ding. Ja, und So. das macht mich halt so stolz, dass ich weiß so, und auf Demos, wenn ich das sehe, ich weiß so, die Kids tragen unsere Sachen, weil wir für etwas stehen. So. Habt ihr eigentlich mal an Obdachlose Sachen gespendet? Ich sehe auf St. Pauli so viel Obdachlose mit Swiss-Merch. Oder wo haben die das her?
Weiß ich nicht, Digga. Also es ist eine geile Idee. Was hat der True Rebel auch gemacht, Digga? Die haben mal, glaube ich, so 100 ACAB-Mützen an Obdachlose verteilt. Ja, wir hatten auch mal so Fehldrucke, ein paar hundert irgendwas, wo auf Hoodies irgendwas so sich, konnte man nicht verkaufen, weil das Zeug, also der Aufdruck war so komisch knittrig. Aber ich wollte das nicht wegschmeißen, das haben wir dann auch gespendet einfach. Ey, so. Ich, also wie gesagt, ich habe letztens auch eine Doku, hat mir jemand geschickt, auf Spiegel TV, glaube ich. Obdachlose Frauen auf dem Kiez, so weißt du, die ja echt, Digi, Mann. Und da war eine, die auch richtig, richtig runtergerockt war. So. Und du merkst so, Mann, die hat das alles gesehen, weißt du. Und dann sonst so die anderen Hoodie. Und ich denke so, und das merke ich halt auch bei Konzerten von uns. Mittlerweile ist natürlich auch schon so, dass irgendwie auch ein gewisses Trendpublikum immer jetzt so irgendwie dazukommt. So. Aber ich sehe immer noch bei unseren Konzerten, die echten, Digga. Also Leute, die Platte machen, so die wirklich ihren letzten 20, Alter, für den Sis und die anderen Ticket ausgeben. Und so will ich auch, dass es immer bleibt, Digga. Weißt du? Weil ich glaube, keine Ahnung. Ich habe da irgendwie auch so eine besondere Connection zu den Leuten, die zu dir kommen, ganz am Anfang schon gekommen sind und die es fühlen. Da muss ich so denken, es gab mal so Westernhagen. Der ist ja so, die Mucke kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber der Typ hat ja eine Stadientournee gespielt und hat dann aufgehört. Und dann haben sie gefragt, warum hast du denn da aufgehört? Du hättest doch jetzt viel Geld machen können noch. Also hat er ja eh, aber so. Und er sagt so, ey, ich habe bei diesen Stadionshows irgendwann gemerkt, 70-80% der Leute, die kommen, kommen einfach nur, weil das Hype ist. Hab ich keinen Bock drauf. Und dachte ich so, ja, ist geil, Digga. Wenn du am Ende des Tages trotzdem auch einen Anspruch hast und an die Leute, die vor der Bühne stehen. Ja, auch die Nähe nicht verlieren. Ich habe jetzt gerade, unser Gitarrist Pi hat mir das, glaube ich, erzählt, dass Slipknot, weil es einfach nicht größer geht, haben jetzt so eine Mini-Tour gemacht, in so Mini-Clubs, so zu, weiß irgendwie so vor, also so ein paar Konzerte noch irgendwie zu ebener Erde vor irgendwie 100 Leuten maximal, also einfach um das. Einfach um auf Tour sein zu können. Um das zu machen, was sie lieben. So. Digga, und es ist halt einfach das Geilste. Und machen wir uns nichts vor, und das, das wird dir doch auch so gehen. Ich meine, es gibt doch diese epischen ersten Konzerte in so kleinen Läden, Digga, wo so 100 Leute sind. Ey, nicht mal. Du, ich weiß, du hast im Kaiserkeller vor einer Handvoll zahlenden Leuten gespielt zu einer ähnlichen Zeit, wo wir genau das Gleiche hatten. Ja. So. Ja, Digga, und ich finde, es gab da so Momente, wo das so scheiße, ich weiß noch, ich erinnere mich an, es war eine, oder wenn nicht, unsere erste Tourshow in der Schweiz, in Winterthur, 700er Laden, und ich glaube, es waren 110 zahlende Gäste da. Und kennst du, es gibt ja so dieses Phänomen, du gehst auf ein Konzert von irgendeiner Band, findest du geil, warum auch immer, und gehst hin und merkst so, oh, hier sind wenig Leute. Fuck, Digga, ich bin hier irgendwie in was gelandet, was eigentlich gar nicht so angesagt ist, wie ich dachte. Das fühlt sich doof an, ja. Und dann gibt es aber die Konzerte, du kommst rein, und das war in Winterthur so, da sind 110 Leute und alle gucken sich an und denken so, Digga, fuck, wir sind Teil einer Elite oder Teil einer Truppe, die etwas schon entdeckt hat, was die anderen noch gar nicht kennen. Yeah, okay. Und das war so eine heftige Show. Und es war so Gänsehaut. Und alle, es war allen scheißegal. Weißt du, wie, ja, dass die nur 110 Leute waren. Sondern es war so, so ein Ausrasten. Und das merke ich schon so, dass mich zu diesen Leuten, die am Anfang irgendwie dabei waren, dass ich da irgendwie eine emotional nochmal eine andere Bindung zu habe. Ich verstehe das. Und wir haben diese Momente immer noch. Wir sind ja relativ viel international unterwegs. Und das ist ja nicht wie in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass dann 1000 Leute oder mehr kommen, wie in der Markthalle in Hamburg, sondern, okay, von 7000 Sporthalle, da sind wir noch weit entfernt. Und, naja, aber die hier spielen in Moskau vor 1000 Leuten. Ja, genau. So, weißt du? Also, aber es gibt, genau, Moskau, Hamburg, klar. Ich spiele Moskau am Daumen, Digga, wenn ich da bin. Das ist auch geil. Ne? In der Tasche. In der Tasche. Aber es gibt dann halt auch immer wieder so erste Male für uns, so im Ostblock irgendwelche Shows, wo dann teilweise unter 100 Leute sind, ja, und wo du dieses erste Malgefühl auch noch hast. So, es gibt keine Barriers, so, was mich immer erstmal nervt, weil die Leute schütten das Bier auf deinen. Und dann so.
Und das, die Fotos sehen scheiße aus und hast immer irgendein so Handy in der Fresse mit Blitz und so. Aber dann, man sieht meistens auf Fotos euch gar nicht, weil die Scheinwerfer so der hoch. Aber wenn man sich dann davon frei macht und diese Energie entfaltet sich, weil diese leeren Konzerte, die, weißt du, die können zwei Richtungen gehen. Entweder es ist ein Kampf so, ja, oder es ist halt so, wie du gerade erzählt hast. Ja. Und das heißt, dieses erste Mal-Gefühl haben wir glücklicherweise dann immer noch so im Ausland in einigen Dingen. Du denkst so, ey, geil. So. Ich finde sowieso dieses, also bei euch ist ja genau wie bei uns, ja, wir sind ja, wir sind noch diesen original Punkrock-Weg gegangen. Live spielen, so, weißt du? Ja, also, alles durch live. Ich weiß noch, auf der letzten Tour, wann war das? 2018 oder Anfang 2019, Digga, haben wir das erste Mal in Dresden gespielt, vor 1200 Leuten. Schlachthof? Wir haben, glaube ich, einen Schlachthof gespielt. Mhm. Und dann standen wir so hinter der Bühne oder in Berlin, Digga, vor 1600 Leuten, die Zusatzshow im Huxley ist so, weißt du, wo wir schon das im Jahr schon irgendwie viermal gespielt hatten. Das schon hart, und du denkst so, Digga, fuck, Alter, ich habe hier früher Shows gespielt vor 15 Leuten und jetzt kommen einfach mal, sind hier 1600 Leute, die sich eine Karte geholt haben in Berlin oder in Dresden oder Leipzig, Digga, was früher immer so weit weg für einen war, weißt du? Und da sind einfach 1600 Leute, die sich eine Karte geholt haben, um dich und deine Kumpels auf der Bühne zu holen. Und das ist für mich immer noch so, das ist geisteskrank. Ich habe manchmal diese Momente, dass ich das nicht so richtig raffe. Weil echt? Man kommt dann da, ja, also ich muss es mir dann immer wieder sagen. Du kommst dann da so hin und dann kennt man ja, dann kommt das und hast du den Termin, dann will doch irgendwer ein Interview, dann Catering, bla. Und du merkst, der ganze Tag dreht sich eigentlich nur um das, was du da gerade machst. So abends Konzert, dann Soundcheck, alles ist so geplant und mit Tourmanagement und bla. Und dann denke ich manchmal so, dann sehe ich so das Poster und denke so, krass, jetzt kommen heute Abend so viele Leute und ich bin jetzt hier gerade einer der fünf wichtigsten Personen im Raum. Das ist alles, also weil die Leute kommen ja wegen uns und manchmal raff ich das nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man diese großen Shows spielt, dass wir eigentlich auf Tour sind mit einer größeren Band und wir die nur supporten. Mhm. Und das kommt manchmal gar nicht so richtig an mich ran. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Weil man da immer noch sich wundert. Also, aber hast du nicht, verliert. Hast du nicht diese Momente manchmal auf Tour, Digga, wenn du irgendwie spielst und es sind voll viele Leute da, so, und also ich habe manchmal Momente, Digga, wo ich so auf der Bühne so derbe emotional werde. Das ist so, wo ich so, Digga, ich heul gleich. Also manchmal doch, muss ich voll so, weil ich so denke, so, ey, die man macht ewig Musik. Das ist so, weißt du, am Ende sitzt da bei jedem Song, den man schreibt, immer noch der kleine Junge, der irgendwie als 15-Jähriger erste Texte geschrieben hat. Und jetzt steht man hier und kann das machen, Digga, was einem Spaß bringt, was einen glücklich macht. Ja, das sind meistens die stillen Songs dann. Ja. Also, es gibt so Momente, wo ich dann allein mit Akustikgitarre was mache oder so und dann gehen die ganzen Feuerzeuge oder jetzt sind es halt Handys. Genau. Digga, oder wenn Leute heulen. So, ja, wenn du die heulen siehst. Also, Digga, bei so wilden Songs, wenn so alles so abdreht, dann nicht, aber so in den ruhigen Momenten, da trifft es mich dann tierisch. Das habe ich auch. Oder die Leute, ey, also für mich, wenn du die Leute singen lässt und du realisierst, du machst die Augen zu und hörst, machst dann so in ihr, ich habe ja so diese Stöpsel im Ohr und ich realisiere, ich höre gerade Leute, die singen deine Texte in Moskau. oder Mexico City und du hörst an dem Englisch, was sie singen, so den Akzent noch raus und wieder so, und das ist so, what? Also Digga, das ist halt. Ich finde deswegen, unfassbar. Deswegen, also ich mir geht es wirklich so. Also ich finde das Beste an dem ganzen Ding und das ist natürlich während Corona einfach gefickt und ich merke halt, dass mir auch so ein großer Teil meines Lebens fehlt. Ganz kurz. Wie sagte einer neulich so schön, 2020, das Jahr, in dem ich meinen Beruf zum Hobby gemacht habe, meinst du? Ne? Ja, so, weißt du? Es ist einfach, ich merke halt, dass nichts auf der Welt und auch nichts am Musikmachprozess, ob wir auf Platz 2 der Charts gegangen sind, das war cool. Als ob mich das juckt. Ja, aber das ersetzt nicht eine geile Show, Digga. Nein. Irgendwo, wo du nicht damit gerechnet hast. Natürlich nicht. Und du guckst in Gesichter und merkst so, Digga, die glühen so, weißt du, die haben Bock. Und
das ist für mich einfach, wie gesagt, Digga, das, da merke ich immer so, deswegen mache ich das. Ich habe das neulich, auch wieder ein Kollege von einer anderen Band, wo ich mich sehr gewundert habe, der dann sagte, ich sehe das Problem nicht. Also Corona ist, die Leute sitzen alle zu Hause, die haben noch nie so viel Merch verkauft wie in Corona-Zeiten. Also es war bis jetzt alles gut, wo ich dachte so, hä? Du, na klar, ist Geld, ist finanzielle Sicherheit wichtig und ein Teil für mich, nicht zum Glücklichsein, aber der Zufriedenheit, weil ja. es macht entspannt. Ja. Aber ich kann doch nicht meinen Kontostand mit Merchverkauf, da kann ich doch nicht das Erlebnis kompensieren, warum ich das alles angefangen habe. Also das und ist das so, ist, der ist bei uns, also unser Merch läuft zum Glück auch Corona-resistent irgendwie. Aber ich finde auch, das ist genau das, was du sagst. Ich meine, für mich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich kann so einigermaßen von Musik leben. Ich komme über die Runden. Das war, ich musste mich immer zwicken. Also es war auch so, weißt du, weil ich habe mein Leben lang von 1000 Euro, die ich im Job nebenbei im Lager gearbeitet habe, habe ich von 1000 Euro gelebt. So. Und als ich dann das erste Mal so da nicht mehr aufstehen musste, um dahin zu gehen, also ich habe mich schuldig gefühlt. Ich dachte, man denkt, man muss was. Das kann doch nicht sein. Und so, du arbeitest ja gar nicht. Du hast ja heute bis 10 geschlafen und so weiter und so fort. Und jetzt an so einem, also ich weiß nicht, das ist natürlich auch so zu merken, so ey, ich kann davon leben, so gut leben mittlerweile und muss nicht jeden Cent umdrehen und kann das machen, was ich liebe. Das ist gigantisch. Und ich meine, wer kann das schon sich behaupten? Wirst du konfrontiert mit der Aussage, ist das noch Punkrock? Wie true kannst du sein? Darfst du überhaupt noch solche Texte singen, wenn du selber nicht mehr Teil dessen bist, nach dem Motto so, du kämpfst gegen das Establishment, jetzt bist du Teil dessen? Naja, hörst du sowas? Ja, natürlich. Also gerade bei uns in der Szene ist das ja, also ab dem Moment, wo du mal einen Euro verdienst, ist da ja schon die Frage, warum du das nicht irgendwie soli-mäßig spendest. Ich finde, es geht immer bei allem, was man macht, um Fürsorge für andere und auch um Selbstfürsorge, weißt du? Und ich glaube, das ist natürlich, also du weißt das ja selber, was man die letzten Jahre an seinem Körper auch und an seiner Seele, also mir geht das so, betrieben hat, ist Raubbau. Weißt du, gerade Leute wie wir, ich ahne ja auch, wie du arbeitest, du hast ja keine Pause, du bist ja nicht zufrieden, also man ist ja nicht, also gerade wenn man selbstständig ist, was man ja irgendwo ist, ne, selbstständig, sag ich ja, schön. Ne, so, ja, so, ne, so, weißt du, du hast ja, also ich habe nie den Moment, wo ich zufrieden bin im Sinne von, oh, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Die sondern ist fertig. Nee. So, es geht immer weiter. Mhm. So. Ich kann nicht, das ist ja auch eine Krankheit, ich kann nicht aufhören. So. Glaubst du bist ein Workaholic? Ist das schon Suchtverhalten? Ist das schon missbräuchliches Verhalten? Oder arbeitest du einfach gern? Ich arbeite sehr gerne. Ja, ich auch. So, ich arbeite sehr, sehr gerne. Aber ich merke natürlich, dass ich manchmal, und im letzten Jahr habe ich das oft gemerkt, wo so Punkte waren, wo ich dachte, hoffentlich geht das gut. Also weißt du, wo ich gemerkt habe, es ist zu viel. Ich habe mir da gerade zu viel aufgelastet und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich für mich ein bisschen rausgezogen habe. Ich so die ein bisschen besser noch drauf, also Selbstfürsorge. Ja, und Nein sagen können zu sagen. Genau, nein, das möchte ich jetzt nicht. Das habe ich tatsächlich auch gelernt durch diese Corona-Pause jetzt. Ne? Das möchte ich nicht. Ja. So. Und wenn man ehrlich ist, weiß man auch immer, wenn man auf was keinen Bock hat. So. Und da bin ich, da möchte ich besser mit mir umgehen und ja, was das Geld an, also weißt du, ich denke so, ey, guck mal, wenn du seit du irgendwie 16 bist, Musik machst und ich habe bis vor 4 Jahren jeden Cent, den ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise verdient hat, in meine Musik gepackt, in Videos, in Fahrten, hierhin, dahin. Ist doch jetzt immer noch so, das ganze Schwarz-Rot-Gold-Ding hier, das haben wir bezahlt. Haben wir so. Wirklich bezahlt. Oh, ja, also, so, weißt du, also Leute, das also, Video haben wir einfach aus unserer Tasche bezahlt. Das ist kein Geld dahinter, sondern das haben wir bezahlt, weil wir es einfach feiern. So. Und das ist ja immer noch im Vordergrund, weißt du. Und ich glaube, das ist einfach,
dass es einfach auch nur fair ist, wenn du so viele Jahre gar nicht. Also, blöd gesagt, wenn man alles, die Zeit, die wir investiert haben in Musik, in Stunden umrechnen würden, dann wären wir also unter ein Eurojobber. Ja, natürlich. So, weißt du? Und deswegen sage ich auch immer so, ja, wenn Leute sich aufregen, dass Bands erfolgreich oder Rapper oder so erfolgreich geworden sind, jetzt viel Geld haben. Und ich sage so, Diggi, du machst nicht 10 oder 15 Jahre erfolglos Musik, weil du denkst, du wirst damit reich oder weil du reich werden willst, sondern du machst das, Weil du das liebst, weil du ne? das Und das liebst. brauchst. So, weißt du? Und bei mir ist es genauso, Digga. Ich würde auch, wenn ich bei Rewe Regale packen würde, am Wochenende würde ich mit meinen Jungs in den Proberaum gehen und Mucke machen. Aber das ist. Weil das mein Ding ist. So, Ich habe verstehst du? tatsächlich nicht. Ich habe das neulich schon mal erzählt in einem Interview oder so. Man musste mich auch der Aussage stellen: Na, du hast ja jetzt gut reden mit dem Übernachterfolg von Lord of Lost. Wo ich sagte: Aha. Das hat mich 20 Jahre gebraucht für diesen Übernachterfolg. Ja. Denk mal drüber nach. Ja, So, so. Digga. So, Ich hä? muss auch mal lachen, wenn Leute So. sagen, ey, ihr seid so schnell nach oben gekommen und habt so diese Szene irgendwie überrollt. Ich so, Digga. Also, Das, wo also. sind wir schnell gekommen, Bro? Ich mach das ewig. Die Jungs spielen ewig Musik. Also, es ist so, Ja. es ist völliger, Das ist krass. völliger Schwachsinn so. Und selbst wenn es so ist, weißt du, also am Ende des Tages wirst du auch nur erfolgreich, weil Leute das gerne hören, was du machst. Und ich finde, das ist nichts, wofür man sich rechtfertigen muss. Nee, natürlich nicht. So. Wir machen ja diese Eye-to-Eye-Interviews relativ häufig und zwei Sachen, die mich immer tierisch interessieren, die ich jeden frage. Einmal, wie genau hast du angefangen, Mucke zu machen? Und weil du auch Songs schreibst, kannst du dich an den ersten Song erinnern, den du geschrieben hast? Oder Text oder wie auch immer. Also ich habe tatsächlich schon als kleiner Junge Geschichten geschrieben. So, von einem Hund und einer Katze. Lucky und Pussy. Tatsächlich. Lucky und Pussy. Geil. Und die haben so Abenteuer erlebt. Und da habe ich Geil. so kleine Geschichten geschrieben. So. Und dann weiß ich noch, dann ich habe viel so eigentlich eher andere Musik als Rap gehört, aber das fing dann mit Rap an, weil das irgendwie leicht war. Ich konnte nicht singen und dann gab es damals so Hip-Hop-EJ oder so. Ein ganz billiges Programm. Und da haben wir dann mit Headset bei mir im Kinderzimmer, so mit 15, also die ersten Songs aufgenommen. Und das war alles super. Also, Gibt's da noch Aufnahmen? nee. Meine Schade. Das wäre ein geiler Bonustrack. ersten wirklichen Aufnahmen habe ich tatsächlich bei Fast B in Stralsund aufgenommen, den ich über eine Band, über eine Rap-Jungs, die ich kannte, THC haben die sich damals genannt, Trier des Atem Connection, die da aus der Ecke kamen. Schöne Grüße. Und den hatte ich kennengelernt über die und der hatte so, in irgendeinem Bunker hat er sein Studio. Und das war für mich so ein heftiger Moment, als er zu mir meinte, Diggi, ich würde dich gerne mal zu mir nach Stralsund einladen und das kannst du aufnehmen. Da weiß ich noch, bin ich mit meiner ersten Freundin mit meinem Auto hingeguckt nach Stralsund, drei Songs aufgenommen und nachts wieder zurück und er hatte mir die gebrannt. Und ich habe diese Songs, diese Aufnahmen ungemischt im Auto gehört und ich dachte so, Alter, ist das heftig. Ein Song war tatsächlich Deutschland, den haben wir später auch nochmal in einer anderen Version aufgenommen und das war so. Gänsehaut. Das war Aber richtig. weißt du noch, was das allererste war, was du geschrieben hast? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich Also, wo glaube, du ein sagst, dass. Hamburg-Song, Digga. Hamburger Beats hieß der. Das sind Hamburger Beats. Das sind so richtig weg. Und es ging einfach so. Ich bin ja immer schon so ein hängengebliebener Hamburger gewesen, Digga. Das war, glaube ich, einfach ein Song darüber, wie geil Hamburg ist. So. Und das zieht sich ja auch durch meine Platten, Digga. Es gibt ja immer einen Song irgendwie über Hamburg Große Freiheit, und St. übers Pauli. Viertel und einfach, weil ich natürlich glaube, dass ein großer Teil meiner Identität natürlich auch irgendwie durch Hamburg zustande kommt. Ich weiß auch nicht, kennst du auch so aus der Schule? Ich habe so viele Kumpels, mit denen ich Abi gemacht habe, die irgendwie. Das Abi gemacht. Ich habe Abitur Das gemacht, ist Digga. Ich habe enttäuschend. sogar studiert, Digga. Nee, hätte ich mal gleich den Taxischein gemacht. Ne? Aber ich finde, wenn dann, ja, ich war eine Zeit lang jetzt in München, jetzt bin ich in Berlin und dann London, dann Düsseldorf. Ich denke immer so,
ey, wie könnt ihr diese Stadt so ver... Also, weißt du, es ist so für mich, und du warst ja auch, man war schon überall. Als Kind viel umgezogen. Ja, und ich bin so froh, dass ich wieder hier bin. Echt? Habt ihr woanders mal gewohnt? Ja, also mein Vater musste halt berufsbedingt immer irgendwie, hat immer so Zweigniederlassungen geleitet, hat auf der Versicherung gearbeitet. Und dann mussten wir nach München und Dortmund und so. Aber ich bin Hamburger und wir sind dann zurückgekommen, da war ich 12. Und krass. Also, und ich gehe, mich kriegt man hier auch nicht so schnell weg. Nee, für mich ist so, also man hat ja echt auch im Laufe seiner Jahre, die man irgendwie tourt, so viele Städte. Und es gibt geile Städte. Ich war jetzt gerade, wir haben Familie besucht in Frankfurt so, und ich habe Frankfurt so von einer ganz anderen Seite nochmal kennengelernt und dachte, boah, geile Stadt. Und Berlin, weißt du, das auch München und Köln, und das haben, die haben alle irgendetwas. Leipzig, so, weißt du, so. Aber ich denke immer, Digga, wenn ich dann über die Elbbrücken zurück nach Hamburg fahre, so. Jetzt ist wieder gut. Digi, oh, so, weißt du, so mit dem Hund Elbstrand gehen, so, weißt du, so den Schiffen nachgucken und Käffchen trinken, so, und das. Ich denke immer so, Digga, wie kann man hier weggehen, so, weißt du? Ja. Es gibt tatsächlich nur eine Stadt bisher auf Tour, wo ich dachte, okay, hier könnte ich alt werden. Das war Helsinki, weil das ist wie Hamburg in klein. Okay, war ich noch nie. Also wenn du dir so vorstellst, so wie man, es ist jetzt Finnland, nicht Schweden, aber wie man Hamburg in so einem Astrid Lindgren-Buch zeichnen würde. So. Okay. So alles so ein bisschen kleiner und niedlicher, so das Feeling. Geil. Und das war echt, also das war geil. Also wenn wir da sind, Kopenhagen, geile Stadt. Auch cool, ja. Lissabon, also... Ich würde sehr gerne nach Lissabon oder irgendwann mal, wenn man, keine Ahnung, ein bisschen Geld verdient hat, so ein kleines Häuschen irgendwie da oder so. Weißt du, ist so, das sind geile Städte, weißt du, muss ich sagen. Mir gefällt sogar auch in der Schweiz, das gefällt mir Bern sehr gut, Digga, weißt du, weil du schnell in den Bergen bist, ist so irgendwie klein, beschaulich. Es gibt natürlich, und ich glaube, man kann überall leben, wenn man da ein Netz hat von Menschen, die man gerne hat und zu tun hat, so. Aber irgendwie weiß ich, dass es mich nie endgültig und nie lange aus dieser Stadt verschlagen könnte. Nee, mich tatsächlich auch nicht. Weil es ist die beste Stadt der Welt, Digga. Das muss man den Leuten hier auch einfach mal... Ja, und das ist auch nicht, nicht irgendwie subjektiv eingefärbt. Das ist halt das ist so. Das ist die schönste, beste Stadt der Welt. Ist auch wissenschaftlich erwiesen. Ist erwiesen, Digi. Das kann man. Ich muss jetzt aber pissen. Wir müssen jetzt aufhören. Ausrechnen, ja. Hast du es auch, wenn am Interview irgendwie die Interviewpartner dich fragen und hast du noch ein paar letzte Worte? Hast du das auch so sehr? Ich finde das immer schlimm. Ich hasse das, ja. Ich habe keine letzten Worte. Habe ich auch nie. Ne, auf jeden Fall kann man sagen, Leute, diskutiert bitte heiß unter dem Video, streitet euch, seht Zwietracht, macht Fitner. Und was? Fitner? Was Fitner? Also Streit machen, Digga. Beef. Aber Beef ist 90er, ne? Beef ist 90er. Also Fitner. Macht Fitner, Leute. Und ja, besucht uns auf Tour, wo auch immer ihr sitzt, wenn es wieder losgeht. Also uns, nicht Swiss. Besucht uns. Ich habe jetzt mal als Roadie der Band Lord of the Lost gesprochen, ne? Ja, also ich freue mich auch, wenn ihr die Jungs besucht. Ja. Naja, du bist ja immer mit uns auf Tour als mein Vocal Coach. Genau. Bei uns müsst ihr nicht vorbeikommen, ist eh meistens ausverkauft. Insofern, nein. Ja, besucht uns alle live. Tschüss. Ich geh pissen. Ich muss auf der Piste leer. Wollen wir zusammen pissen gehen? Ja. Dann wollen wir Eisenbahn machen. Was ist das? Ich sitze jetzt vorne, du hinten, und dann kommen wir. Ich pisse dir in den Popo.